Ich glaube sogar den Augensinn würde ich verzichten. Wahrscheinlich eher auf den Geruchssinn. Eigentlich auf keine. Auf den Duftsinn. Ich glaube auf keinen. Ich würde sagen hören. Wahrscheinlich am ehesten aufs Hören. Auf den Geschmackssinn, glaube ich. Ich weiß, wann ich mal besser die Klappe halten sollte. Das ist vielleicht mein sechster Sinn. Den habe ich manchmal. Das ist so eine Intuition in mir, wo ich dann empfinde, jetzt musst du vorsichtig sein. Oder wahrscheinlich habe ich einen, aber die sind so banal, dass man mir das jetzt nicht einfällt. Ich glaube, jeder hat den irgendwo, ja. Nee, ich glaube nicht, dass ich den habe. Nee, ich glaube nicht, dass ich den habe. Mein sechster Sinn ist bei mir sehr gut ausgeprägt, warnt mich eigentlich oft vor Menschen. Inspiriert mich, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Ich würde sagen, die Freude an kleinen Dingen, die den Erwachsenen irgendwann vielleicht später nicht mehr so wichtig ist, woran Kinder sich begeistern können. Vielleicht können Kinder Menschen besser einschätzen und sind irgendwie so ein bisschen sensibler auf Reaktionen von anderen. Zumindest die Gefühle ganz klar und pur zeigen können. Toleranz, mehr Toleranz vielleicht. Die Vorsicht. Kinder sind nicht so vorsichtig wie Erwachsene. Einfach sich selbst zu vergessen im Spiel, was bei vielen Erwachsenen ja nicht mehr ist. Ja, sehr wichtig, weil sonst können wir gar nichts wahrnehmen, ne? Ich glaube, ohne Sinne hätte man schon echt das Problem. Also man kann ja nicht mal Bus fahren oder so, weil man ja nicht sieht, was auf der Anzeigetafel steht. Ich glaube nicht, dass wir ohne klar kämen. Ich glaube auch, wir wären verloren ohne unsere Sinne. Ohne Sinne? Was wären wir ohne Sinne? Arme Menschen.